Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute Heiko Schrang bei mir. Wir sprechen mal über ganz alte Schriften und da stehen doch sehr interessante Dinge drin, die der ein oder andere von uns noch nie so gehört hat. Und da werden wir heute mal in die Tiefe einsteigen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Heiko. Hallo, Corinna. Schön, dass du da bist. Vor allen Dingen, weil wir ja schon einige Interviews miteinander hatten. Und ich finde es ganz interessant, was da alles so passiert, ja, im Laufe der Zeit, wie du wirklich von einem Menschen, der erfolgreich und jeder wollte mit dir ein Interview und dann auf einmal wurde da medial was verdreht und in eine Richtung, in einen Sog gezogen, wo auf einmal Menschen, die davor bei dir sein wollten, sagen, oh Gott, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und das alles nur, weil im Außen irgendwelche Strategen ein Narrativ über dich gestülpt haben, mit dem du gar nichts zu tun hast. Genau. Und das ist schon spannend. Und da sind wir im letzten Interview auf Schriften gekommen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann wäre es schön, wenn du nochmal kommst, dass wir diese Geschichte uns nochmal anschauen. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, das kann es doch spannend sein, weil wir haben mittlerweile eine gute Verbindung mit eurem Format. Und ich habe Tatsache über diese Thematik noch nie, weder in meinem Format, damals Schrank TV, Neo, nicht bei Neo, auch in keiner meiner Bücher, muss ich jetzt mal eingestehen. Ich denke, Mensch, er will uns jetzt gerade sein neues Buch verkaufen, steht noch nicht mal in meinen Büchern drin, diese Thematik, dass wir darüber reden. Im Endeffekt ist es so, du sagtest, okay, Heiko, die haben jetzt alles verdreht, nicht nur bei mir, bei vielen Leuten, etikettiert. Und viele haben so den Eindruck, wenn man nach außen schaut, dass die Welt immer schrecklicher wird, immer dunkler, immer kälter. Na, dieser Eindruck wird ja vermittelt. Aber im Endeffekt, wenn man historisch da ein bisschen bewandert ist und ganz weit zurückgeht, dann ist es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Warum? Weil es gab ja eine Zeit, beispielsweise, als eine sehr wichtige Zeit ansehe, und zwar einmal die Zeit nach Jesus Geburt. Das ist da verschiedene Glaubensrichtungen, die haben sich dort entwickelt. Man könnte sagen, so wie eine Art Sekten. Es gab die Essener beispielsweise, wo man vermutet, dass Jesus auch bei denen war. Und auch andere Gruppierungen. Und die haben ungefähr so Pi mal Daumen 300, also eigentlich könnte man sagen, fast genau kann man sagen, bis 323 haben die Bestand gehabt. Und ein großer Teil von denen hat Lehren vertreten, dass beispielsweise die Wiedergeburt ganz normal war, dass du letztendlich im Einklang mit den Menschen, mit der Natur lebst. Und hatten wir auch die andere Lehre damals, so wie die katholische Kirche ja drauf ist, die sagt, es gibt nur einen Gott, Wir sind Vertreter von Gott, also wir haben quasi seine Adresse in der Hosentasche. Nur wir können mit ihm, damals Telefon gab es noch nicht, jetzt würde ich sagen Telefonnummer, können kommunizieren für dich und du musst zahlen. Mhm. So grob musst du dir vorstellen. Und 323 gab es in Konstantinopel, Konzil von Konstantinopel, Kaiser Konstantin und später von Nicea, diese Treffen, da wurde dann quasi dieser Bannfluch ausgegeben für den Gedanken der Reinkarnation. Aber wichtig war dieses Jahr 323, dass dort Kaiser Konstantin aus Machtgründen sich festgelegt hat für die Institution Kirche. Es gibt also nur eine Kirche, also die katholische Kirche, die wir kennen. Und der Rest wurden als Ketzer bezeichnet, hat dann mehrere hundert Jahre gedauert, wie die alle umgebracht, abgeschlachtet worden sind und so weiter. Und jetzt wird spannend. Mitte der 40er Jahre haben Beduinen-Jungs in Ägypten ein Fund gemacht in Tonkrügen, und zwar der sogenannte, die Qumran-Rollen. Und die wurden analysiert, nachweislich festgelegt, kann man ja feststellen, aus welcher Zeit diese stammen. Und die stammen aus der Zeit von Jesus, aus seiner Lebenszeit. Das ist deswegen interessant, weil die Evangelien von Matthäus, Lukas, Johannes und so weiter, die sind teilweise zwei bis drei Generationen nachgeschrieben worden. Das heißt, die Bibel an sich, muss man jetzt mal einen bibeltreuen Christ sagen, der wird mich wahrscheinlich auch erschlagen wollen danach, wenn du jetzt auch so gläubig bist. Die wissen selbst noch nicht mal, wie der zustande gekommen ist, weil letztendlich damals ein Schreiber, musst du dir vorstellen, namens Hieronymus, beauftragt worden ist vom Papst. Und da wurde gesagt, okay,
die Evangelien, die wurden ja teilweise in Griechisch, Aramäisch und so weiter geschrieben, in verschiedenen Sachen. Und die sollten übersetzt werden ins Lateinische. Und das hat dieser Mann gemacht namens Hieronymus. Also der hat quasi von Lukas, Matthäus, Johannes und wie sie alle heißen, die Schriften bekommen. Da musste schon ganz viele Strichen werden, hat der selber zugegeben damals. Also was soll dabei rauskommen, damit es reinpasst in die Institution Kirche. Daraus ist die Bibel entstanden, also das Alte und das Neue Testament. Das hat jetzt mit unserer Geschichte heute zu tun, eine ganze Menge. Weil diese Schriftrollen vom Toten Meer, die Qumran-Rollen, nachweislich von der Glaubenslehre sprach der Gnostiker. Also diese Leute, die diese 300 Jahre bis 323 agiert haben, über Wiedergeburt und so weiter. Also ihre ganzen Lehren stehen dort drin, sind dort niedergefasst, wo man sich dann fragt, sind da die wahren Worte von Jesus drin? Was hat er denn gesagt? Weil er wurde wahrscheinlich ja völlig verdreht. Ist ja normal, der Kirche, in dem Fall der Macht der Kirche über Jahrtausende, eigentlich 2000 Jahre, gefällig zu sein. Und parallel ist unbedingt zu sehen dort, der Nag Hammadi-Fund, und das wissen die wenigsten, der ist noch, also Qumran wissen vielleicht nur einige, aber der ist ähnlich vergleichbar. Beduinen-Jungs haben das gefunden, kann man alles googeln im Internet, wird natürlich auch alles manipuliert heutzutage bei Wikipedia, ist klar. Und da wird's richtig spannend. Warum? Weil in diesem Fund, da ist beispielsweise die Schriften von Thomas drin. Thomas, das Thomas-Evangelium, sagen ja viele, kommt ja der Lehre Jesus am nächsten. Und dieses ist ja überhaupt gar nicht Teil des Neuen Testaments. Und interessant ist jetzt eins, da wirst du jetzt in Ohnmacht fallen. Hoffe ich nicht. Weil 25%, und das hat mich so angetriggert, als ich damals davon gelesen habe und bin richtig tief reingegangen, aber ich habe gedacht, die Menschen sind noch nicht weiter reif dafür, deswegen habe ich nie darüber berichtet bis jetzt. Circa 25% dieser Nag Hammadi-Texte geht es um eine, ich nenne es jetzt mal Rasse oder über eine bestimmte Gruppe, die sich Achon nennt. Steht sogar drin, mit Namen so. 25% geht's um Achon, wer auch immer der die geschrieben hat. Fakt ist aber eins, das basiert Tatsache aus der Zeiten, wo Jesus gelebt hat. Und von denen wird ganz doll gewarnt. Man spricht davon, es wird eine Zeit kommen, wo Leute kommen werden, die alles verdrehen, die aus der Wahrheit Lüge machen, aus der Lüge Wahrheit. Und da sind wir wieder bei deiner Anfangmoderation, was sie mit mir auch gemacht haben. Deswegen ist es nicht Neues, weil ich weiß, dass diese Energien vorhanden sind. Und das wird natürlich jetzt spannend. Ich weiß nicht, ob einige Zuschauer jetzt auch drehen, denken, der Schrank ist völlig durchgedreht. Ist aber nicht schlimm, weil wenn man tief einsteigt, wird man darauf stoßen, was ich sage. Wenn ich hier mal einsteige. Fakt ist eins, es gibt da, ich sag mal, so gewisse Wesenheiten anscheinend, die von Anfang an in dieser Welt rum hantiert sind. Interessant ist, dass die Matrix-Reihe der Sache extrem nahe kommt im Übrigen. Das war von vornherein klar, wo ich den ersten Matrix-Film gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn. Das ist ja wie eine Offenbarung, hat natürlich die meisten haben gar nicht verstanden. Für die war das irgendein Actionfilm, aber extrem viel Wahrheit und Symbolik. Dreifaltigkeit, Trinity, Zion, das Raumschiff und so, die ganzen Namen, die da alle verwenden, hat einen Grund. Das sind ja alle wirkliche Bedeutungen. Und wenn du dich, wie gesagt, in den großen alten Mysterienschulen, da wurde nicht irgendwie irgendwas gemacht, zum Beispiel das Zeichen der Wahrheit. Also Pythagoras beispielsweise hat das als das Zeichen aller Zeichen bezeichnet. Und wenn man sich mit Symboliken ein bisschen befasst, die meisten wissen es ja nicht, dann wissen die, dass dieses Zeichen und das Zeichen des Kreuzes sind die ältesten Zeichen aller Zeiten. Zeichen. Und dieses Zeichen ist überall drinne. Selbst haben wir mal was veröffentlicht bei der, im Gencode der Menschen. Ja, diese Zeichen, also ich nenne Zeichen der Wahrheit, aber es ist ein Kreis mit Punkt. Und interessant ist, wenn du ein Horoskop dir anguckst, jedes Horoskop hat eine Sonne, ist ein Sonnenzeichen, Sonnensymbol. Diese Zeichen hat jeder in seinem Horoskop drin und wird auch bei den Alchemisten als Gold bezeichnet und als Sonne und so weiter. Also, was will ich damit sagen? Was mir gerade auch einfällt, ja. Gebärmutterhals sieht auch so aus. Siehst du? Ist ja auch der Ursprung. Genau. Gibt aber Leute, die mich angegriffen haben, diffamiert haben, mir gesagt, das ist ein satanistisches Zeichen. Muss ich mal lachen drüber, ist das Übliche. Ich hatte das mit der Blume des Lebens und da dachte ich, hä? Ja, aber es sind Leute, dazu sage ich schon gar nichts mehr, die wissen nichts. Aber ist okay, weil im Endeffekt ist es doch so vergleichbar. Ich meine, man Kreuz der Kirche, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein. Das ist so, als ob ich jetzt sage, nur Mörder haben Kreuz, benutzen ein Kreuz, weil die haben ja nun ohne Ende Menschen verbrannt und getötet.
Aber dann gibt's Leute wie Hildegard von Bingen, Pater Pio, Franz von Assisi und wie sie, also hochheilige Menschen, die also, keine Ahnung, mit ihrem Kreuz da ihre Offenbarung hatten. So, und das ist, was ich meine, ich kann jetzt mit einem Messer nehmen, kann jemanden umbringen, kann ein Messer nehmen und kann jetzt eine Scheibe Brot abschneiden und kann das einen Bettler oder wen auch immer geben. Also es gilt für alle Dinge im Übrigen. Alle Sachen. Deswegen muss ich mal so lachen, diese Eingeweiden, die ja keine Eingeweiden sind. Das ist ein böses Zeichen. Es gibt nie nur Böse. Das würden wir ja gar nicht in der Dualität leben. Geht gar nicht. Weil du kannst es immer so und so ausnutzen, so am Rande. Und jetzt kommen wir zurück zur Matrix, deswegen mit der ganzen Symbolik abgekommen, die da überall drin war. Naja, und da geht es ja darum, dass da irgendwelche Wesenheiten da sind, die uns einfach nur als Energiespeicher nehmen und die uns die Energie absaugen. Ja, die lange da eigentlich im Kokon drin und du kennst ja die rote, blaue Pille. Blaue Pille ist eigentlich die Matrix. Und interessant ist, ja, so krass wie das klingt, wenn du dich mit John Wheeler, dem großen Physiker, befasst, der sagt, wir leben nur in einer Simulation. Man ist tot, wurde hoch verehrt. Und Keanu Reeves, den sie damals bei den Dreharbeiten gefragt haben, kennst du auch sicherlich in dieser Wüste zur Matrix, der Trilogie damals. Und dann hat er gesagt, das ist kein Film, das ist eigentlich eine Dokumentation, ein Doku, also über die Realität. Ist aber wieder ein Thema für eine andere Sendung. Ich will bis zurück und will sagen, es gab also Texte, nachweislich, die von einer Wesenheit sprechen, die, ich sag jetzt mal, wie Parasiten dabei sind, unsere Energie abzusaugen. Und ihre Energie ist die Hass, Neid, Missgunst, so als ob die das essen. Also das ist Angst. Angst ganz groß. Und interessant ist, dass jeder, der sich ein bisschen auskennt, dass du beseelt sein kannst im Positiven wie im Negativen. Das ist so, also gibt ja diese nicht umsonst, wo man von Poltergeistern und so spreche, diese Seelen, die letztendlich in diesem Zwischenzustand ja festhängen, ist ja auch erwiesen mittlerweile, die sich nicht lösen können. Kennst ja sicherlich diese Zwischenzone. Ja. Und so weiter. Und ich will damit nur sagen, die höchstwahrscheinlich, es gibt ja auch den Film Sie leben, kann ich auch nur empfehlen, von 1980 von John Carpenter, da wird es indirekt ja gezeigt, da siehst du ja die Politiker, die mächtigsten überhaupt, der hat ja so eine Brille gehabt, ist mit der Brille rumgerannt und hat die durch Zufall gefunden, Sonnenbrille, und auf einmal hast du ein anderes Gesicht gehabt, hat die abgenommen, sahst du normal aus, und dann waren überall, weiß ich noch, vielleicht kannst du dich entsinnen, da stand dann kaufen und dann gehorche, arbeite und so weiter, also die unbewussten Botschaften, das ist jetzt nicht irgendein Witz, den sie da erzählen, das ist die Realität. Also das ist Tatsache reell. Bedeutet, wenn ich mir viele Politiker angucke, naja, da weiß ich ja, da ist ja nichts mehr vorhanden. Also da ist ohnehin nicht viel vorhanden im Kopf, aber da ist gar nichts mehr vorhanden, weil die sind bemannt letztendlich. Das ist schwer zu verstehen für die meisten, aber das hat natürlich einen Preis. Du weißt ja so ungefähr so wie aus den alten Märchen und mit Rumpelstilzchen, wo die sagte, gib mir dein Kind und dafür spinne ich für dich Gold. Das ist ja ganz viel Wahrheit in diesem Märchen. Also immer ein Preis ist dafür da. Oder Tim Thaler damals, die Serie aus den 80er mit dem Lächeln. Du gewinnst jede Wette, aber dafür kannst du nicht mehr lachen. Also da ist viel, viel Wahrheit dran. Also man nimmt dir was weg. In dem Fall musst du dir so vorstellen, das ist wie so ein Pakt, was auch immer diese Wesenheiten machen. Also alle in größten Positionen, die sind letztendlich alle mit dem irgendwie im Bund. Wir denken jetzt, die sitzen beim Bier da und da schreiben Vertrag. So ist es aber nicht. Sondern eins ist nur wichtig auch für die Zuschauer, was für die völlig genießbar ist. Das ist Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit. Also wie der Teufel das Weihwasser scheut, scheuen diese Wesenheiten das auch. Fakt ist eins, nochmal zu Zeiten Jesus, vielleicht er selber, aber zu seiner Lebenszeit, wurde davor gewarnt, in wirklich hochkarätigen Schriften, Nakamadi-Texten, geht da mal rein. Und das ist ein Punkt, den eigentlich gar keiner aufgreift. Aber mir ist es wichtig, bei Leuten, die einen Anspruch haben, auch in eurem Sendeformat, mal über diese Themen zu reden. Was sagst du denn dazu, dass immer wieder, auch bei mir selber merke ich das, wenn wir so auf dem Weg sind, in diese Frequenzen der Freude, in dieser Leichtigkeit, in diese Meta-Ebene, in diese Beobachterperspektive, kommen immer wieder irgendwo, dann fährt mir ein Opa ins Auto und sagt, der war es nicht, dann habe ich hier und da ein paar ärztliche Erfahrungen, wo ich sage, okay, sind das Versuche, einen immer wieder in so eine Energie der
Ohnmacht, Wut oder irgendwas reinzubekommen, dass man da gar nicht in diese Frequenz kommt? Unbedingt, weil du gehörst ja zu den Lichtwesen, so nenne ich dich mal. Merke ich ja auch von deiner Ausstrahlung. Mensch, der sich auch sehr super entwickelt hat oder immer noch entwickelt, sag ich jetzt mal, in die lichtvollen Regionen. Und da kommen natürlich, wie die Motten zum Licht, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Kräfte, die dich versuchen, von diesem Zustand der Liebe, des Mitgefühls und so weiter abzubringen, weil du entsteht Wut auf immer, ja, der hat mich verarscht, dieser Arzt, oder der fährt dir mir rein und das ist der Fahrerflucht, hat er begangen, das kann nicht wahr sein. Das ist gewollt. Man will dich versuchen abzubringen davon. Deswegen werden so eine Leute besonders attackiert. Ich weiß ja, von was ich rede. Ich sage nur die ganzen Prozesse, Verklagen von, was sie alle mit mir gemacht haben. Also, das ist ja der Punkt. Und wenn, ja. Naja, wenn so. du das aber annimmst und sagst, okay, gut, so, das ist eben so. Ja, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, na, dann, ich steig da nicht mehr ein. Also das habe ich echt gemerkt. Es ist zwar eine Herausforderung, weil du ja immer, aber ich glaube, man merkt so, früher hätte man sich vielleicht Stunden oder Wochen in diesem Wutthema gesuhlt und jetzt sind es nur noch kurze Momente und so auf dem Weg, auf dem Prozess, ohne sich was schön zu reden, weil nur verdrängen und Teppich hoch und sagen, ah, ist alles lieb. Nee, dann, nee, und so. Irgendwo stinkt es hinten, dann die quillt die Scheiße raus. Das ist jetzt nicht das Ding, aber würde ich zu sagen, ah ja, also. Nein, du darfst ja auch wütend sein, aus meiner Sicht, so ist ja nicht. Ich darf jetzt nicht wütend sein für den Moment, aber du musst versuchen, der Betrachter der Wut zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Da steht also die Corinna außerhalb und sieht, wie die andere Corinna gerade wütend ist, das kleine Kind oder was auch immer. Darfst du aber sein in dem Moment. Ja, aber ich will nur sagen, es kann durchaus sein, das ist die Frage auf deine Antwort, dass du auch besonders angegriffen worden bist. Es wird aber irgendwann nachlassen, weil eine Übung ist, so wie eine Art Training, weißt du? Darf ich nochmal zurückkommen zu diesen Geschichten mit Nakamadi und so? Das ist eigentlich viel tiefgründiger. Wenn du da einmal die Schippe rausholst und einmal anfängst rumzugraben, ist ein Wahnsinn. Auf was du da alles kommst, fand ich total spannend. Warum? Weil 3,23 wurden die also alle, die Gnostiker, die wahren Lehren, sag mal, von Jesus vertreten haben, also dieser Wiedergeburt, wirklich Liebe, die haben Asketen gelebt, die wurden ja überall verfolgt. Da hat sich eine Gruppe besonders herausgetan, die sogenannten Katharer. Die Katharer, die in Südfrankreich quasi ihren, in Londac, in dieser Region, da kamen die her, im ganz großen Stil waren die da unterwegs. Und die war eine ganz große Gefahr damals für die Kirche. Warum? Man muss sich vorstellen, da habe ich manchmal aber in meinen Videos erzählt, aber nur die Beispiele. Da kommen die Kardinäle, völlig verfettet mit Zobelmänteln und so ein Klunkern. Und die haben wirklich wie arme Menschen irgendwo in so einem Steinbruch haben die erlebt. Und haben aber von Liebe das nicht nur gepredigt, die haben aber auch die Ausstrahlung gehabt und haben gesagt, unser Gott ist nicht von dieser Welt. Unser Gott, weil diese Welt ist die Welt deines Teufels, weil die Menschen nur irdischen Gütern nachhecheln. Guckt sie euch doch draußen an. Also die haben die konfrontiert mit all ihren ganzen Macken, die die Menschen hatten. Und die haben Heil bei denen gesucht. Die sind gekommen, wie auch im Buddhismus, man ja auch hingeht zum im Tempel, zum Mönch, ne, und gibt ihnen gerne was zu essen. Und der legt dir die Hand auf. Und man merkt auch, diese Energie ist ein Geben und Nehmen. War damals ganz groß. Und die waren so bekannt, dass selbst damals von den Königshäusern und Gräfen und so weiter sind dorthin gegangen zu denen und haben sich abgegeben mit den Katharern, dass die dann irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's, die katholische Kirche, der Kreuzzug gegen die Katharer, ich habe ja Bücher darüber, Wahnsinn. Circa 100 Jahre haben die gebraucht, 100 Jahre, um die komplett auszurotten. Die waren zum Schluss Monseigneur, ist ein großer Berg in Südfrankreich, oben, legendär, haben die ihre Festung gehabt. Die haben voll in Askese, also die waren wirklich im Einklang. Also Leute, die nichts essen, die umsagen, die Sonnenenergie einatmen, die waren so krass drauf. Ich bewundere die sehr im Übrigen. Und jetzt wird spannend zu dieser Geschichte. Die haben alles ja unternommen damals. Die sind damals, die bekannteste Geschichte ist ja Béziers. Das ist eine Stadt dort in Südfrankreich. Da hat denn die katholische Kirche, musst du dir vorstellen, wie so eine Armee hingeschickt. Und da hat der, ich sag mal, der Chef der Armee gesagt, ja, woran sollen wir jetzt erkennen in der Stadt Béziers, wer jetzt nun Katholik ist, also einer von uns oder wer einer von anderen? Hat der Wort nicht gesagt, der Papst, töte sie alle. Gott wird seinen schon erkennen. Da sind die reinmarschiert, haben alle umgebracht, alle. Alle Frauen, alle Kinder, alle.
Ein Massaker, redet gar keiner drüber. Mal so am Rande. Mhm. Das heißt, Andersgläubige wurden so verfolgt. Deswegen, also für mich ist es nicht neu, aber ich weiß eins aus der Geschichte, diese Leute haben die Wahrheit erzählt. Und jetzt wird es richtig spannend. Es gibt ja nicht irgendwelche Vermutungen, sondern relative Anhaltspunkte sogar, die besagen, dass die Katarer die letzten Besitzer waren des Heiligen Grals. Mhm. Also das größte Heiligtum, was es überhaupt gibt in der Kirche. Ein Gral, wo das Blut von Jesus drin war, dem man magische Kräfte zuteilt. Und die Katarer sollen im Besitz davon gewesen sein. Interessant ist, dass beispielsweise ja Indiana Jones, hab ich damals schon abgelacht, dachte ich, wieder typisch Hollywood. Naja, haben sie Indiana Jones verfilmt. Oh, und Indiana Jones sucht ja den Heiligen Gral. Naja, im Endeffekt ist es genau so gewesen. Also das heißt, es gab einen Typen namens Otto Rahn. Dieser Typ, der war damals bei Heinrich Himmler bei der SS angestellt und der hat ein Buch darüber geschrieben, hat gesagt, dass der dort ist, dann wurde er hingeschickt nach Südfrankreich und in dem Film Indiana Jones spielt ja Harrison Ford die Rolle eigentlich des Otto Rahns, der erzählt meine Leute natürlich nicht, unterwegs war, ganz spannend gemacht, um diesen Gral zu finden. Fakt ist eins, dass es darüber Abhandlungen gibt, dass es da zwei oder drei Mönche gab, die haben damals belagert von unten, musst du dir vorstellen, du kamst da nicht einfach ran, oben, kannst auch nicht hochklettern, ging nicht. Die sind, haben sich wohl abgeseilt und es gab Vermutungen, dass also dieser Gral weggebracht worden ist. Fakt ist eins, unten wurden Scheiterhaufen aufgebaut und die letzten Katarer, Frauen, Kinder, alle mit voller Begeisterung sind runter, haben sich nicht nur ergeben, sind freudestrahlend rein ins Feuer und haben sich verbrennen lassen. Das ist das Ende dieser Katarer. Und die haben genau diese Lehren, von denen ich sprach, diese Nakamadi-Texte und so weiter, kannten die alle und wussten, dass diese äußere Welt niemals die Welt des Gottes ist, von denen sie sprachen. Und sie sprachen immer davon, dass nur den Weg zu Gott du in dir selber finden kannst. Und alle, die das ja verbreitet haben, ist ja bis heute noch so, wenn du sagst, in dir selber ist der göttliche Funk, bis heute werden die auch alle verfolgt, diffamiert und so weiter. Das will man ja nicht. Man will immer zwischen dir und jemandem, der Staat denkt für dich oder die Kirche denkt für dich, aber du selber darfst nicht denken. Du selber darfst nichts machen. Mhm. Das ist schon erschreckend, wenn ich mir überlege, 2000 Jahre jetzt danach haben die Leute nichts gemerkt. Aber ich finde es schön, auf der einen Seite, dass du es nachprüfen kannst, im Internet kannst du es ja überprüfen, weil die alle dir sagen, gibt ja auch Bücher darüber. Auf der anderen Seite erschreckend, obwohl du dieses Wissen hast. Dieses geheime Wissen, was ich erzählt habe, was eigentlich übermittelt worden ist, nur an Eingeweihte, hat eigentlich jetzt jeder Zugriff drauf. Damals wurde als was Besonderes, als ein Schatz angesehen. Jetzt wirst du so zugemüllt mit Dreck medial in allen Bereichen, dass du überhaupt gar nicht mehr den Schatz erkennst, der vorhanden ist, der dich aber weiterbringt. Aber deswegen macht ihr so ein Format wie Q24. Ja. QS24. QS24, ja. Ja, so spannend. Ich würde auch gern nochmal mit dir irgendwie so ein bisschen über diese Manipulation auch der Massen, gerade auch so angelehnt jetzt wenn du jetzt zum Beispiel auch frierst und Heizölpreise zahlst oder Gaspreise ohne Ende, dass du dann, wenn du dich beschweren würdest, dann direkt Nazi bist. Also, weißt du, das ist ja auch dieses auf der anderen Seite, wo ja jeder zusammenzuckt und denkt, oh Gott, das will ich auf keinen Fall, dann bleibe ich lieber zu Hause. Weißt du? Also da sind ja so viele Geschichten drin versteckt in der ganzen Thematik, wo ich echt denke, ja, da gibt es noch ein bisschen Gesprächsstoff. Aber schön, dass du da warst. Du hast ja unglaublich viel auch Bücher geschrieben und wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte sich mit der Thematik, hast du ja gerade gesagt, es gibt wirklich die Quellen im Internet, noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Wo kann man sich dieses Wissen noch ein bisschen herholen? Also speziell, also wenn es um die Katara geht, habe ich nichts geschrieben, stimmt zwar nicht ganz. Warum? Weil ich war ja dabei, also ein Buch zu schreiben. Also ich weiß, ein Kapitel ist fertig, aber das Buch, das dauert noch sehr lange, aber es ist ein Kapitel schon geschrieben worden von mir, weil ich mich damit so befasst habe, mit dieser Thematik, weil ich es interessant fand. Und alle anderen Dinge, die wir auch in den anderen Sendungen besprochen haben, beispielsweise gut, wie Kriege finanziert worden sind und aber auch spirituelle Sachen, was hinter dem Sichtbaren steckt, weil das Sichtbare ist nur die Manifestation des Unsichtbaren.
So, das haben wir natürlich alles in den Büchern, Jahrhundert, Lüge 1, 2, im Zeichen der Wahrheit, alles heikel als beschrieben. Als Hörbuch haben wir da von Top-Sprechern wie Horst Janssen und wir haben da den Shop schrang.de, Heiko Schrang, Homepage, YouTube-Kanal, Neo, neues Format, guckt mal rein bei uns und empfehlt es weiter, würde ich mich freuen. Super. Danke, Heiko, dass du da warst und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hoffe ich auch. Ja. Liebe Zuschauer, ja, unglaublich, was wir da so in der Geschichte für Schätze haben, wo wir vielleicht die ein oder andere Verbindung wieder, ja, schaffen könnten. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald, wundervolle Zeit und tschüss.